Ja gut, ja gut. Okay, die Auftragstruhe dürfte jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden, ne? Oh. Bauplan eines Kampfkolosses. Forschungen der Kleriker. Ich muss meinen eigenen Kleriker bestehlen. Egal. Wenn ich die Krallen abschließe, dann ist bestimmt auch gut, ne? Forschung der Kleriker, Bauplan eines Kampfkolosses. Okay, Kampfkoloss, wo finde ich den Bauplan? Okay, natürlich im Hort der Kleriker, aber wahrscheinlich gar nicht mal so wenig bewacht, ne? Arbeit zieht Arbeit nach sich. Ich muss mal gucken, wie ich denn da jetzt hinkomme. Also, hier drinne in der Werkstatt würde ja Sinn machen, ne? Ja, da wird er auch sein. Nur ich weiß nicht, was passiert. Ich kann den ja wahrscheinlich nicht einfach nehmen, oder? Wo soll der hier liegen? Metallschrott. Okay, da geht's hoch. Oh, Entschuldigung. Ich bin auf dem Laufband gelandet. So, da kann ich also hoch. Ich versuche mal da hochzukommen. War ich hier schon mal oben? Ich glaube nicht. Ne, hier war ich noch nie. Gut, den Bauplan brauche ich. So. Aber hier muss doch ein Zugang geben. Das ist doch hier ein Büro. Also, Büro weiß ich nicht, aber irgendwie so ein Arbeitsplatz-Ding, ne? Wird es doch bestimmt einen Zugang geben. Und ich habe ich den übersehen oder was? Oder gibt es hier nur eine Leiter? Hm. Interessant. Soll das eine Leiter sein? Ich glaube, das soll eine Leiter sein, ne? Ja gut, dann habe ich es wahrscheinlich übersehen, auch weil es hier auch so dunkel ist. So, gibt es denn hier auch einen Mülleimer? Irgendwo in der Nähe einen Mülleimer hier? Vielleicht? Hier so? Ich habe hier... Die will nichts von mir. Du bist doch verrückt. Du bist doch verrückt. Also es ist mitten in der Nacht, ne? Deswegen ist es so dunkel hier. Ich habe ja bis Mitternacht geschlafen, ne? Weil, wegen des Diebstahls. So, aber ich finde hier keinen Mülleimer. Kann ich nicht einfach wieder zurück? Aber hier muss einer sein. Gut, ich weiß nicht wo, aber... Ich könnte mich ja auch wieder nach Goliath beamen und dann... Oder teleportieren. Meine Fresse. Ah, da war doch einer. Hab ich doch gerade dran vorbeigelaufen. Sieht man kaum, ne? Erledigt. Okay, den Bauplan eines Kampfkolosses, den haben wir. Die Belohnung holen wir uns gleich ab. Währenddessen machen wir nochmal Forschungen der Kleriker. Okay, was bedeutet das? Elix ist vielseitig. Sie verstehen im Meisterlich Elix Energiequelle zu nutzen. Da sie nicht bereit sind, ihr Wissen zu teilen, muss man sie dazu zwingen. In ihrem Archiv, Unterlagen, okay. Einige von ihnen sind sicher in Regalen vergammeln. Okay, Forschungen der Kleriker, die sind im Archiv. Das Archiv ist im Hauptgebäude. Und das ist hier oben, wie man das Hauptgebäude nennen kann, ne? Zumindest das Gebäude hier, wo dieser komische Mongo drin sitzt. Siegfried oder Albert, oder wer heißt hier? Archiv. Da hinten steht er, den meine ich. Den meine ich doch da. Theorie und... Jaja, der mag mich. So. Forschungen der Kleriker. So, wir müssen jetzt hier... Ah ne, wir müssen in den Regalen gucken, ne? Nicht hier an den komischen Laboratorien oder wie das, was das da ist da. Wir haben ja hier irgendwo die Bücherregale, ne? So, hier, genau. Alles klar, so, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja auch zum Glück Punkte auf der Karte. Forschung der Kleriker. So, hier drin auch noch was. Oh, die schlafen. Er schreibt sich hier herum. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Was ist hier los? Ich werde die bestehlen müssen, ne? Die haben wahrscheinlich das Zeug in der Tasche. Ah, aber noch ein Buch. Ein Buch müsste sich doch noch hier rumliegen, glaube ich, ne? Hier so vielleicht irgendwo. Ja. Kann ich das Zeug eigentlich auch lesen, oder was ist das für ein...
Schmu. Was ist das für ein Schmu? Bauplan eines Kampfkolosses. Achso, das ist. Oh, 600 Splitter kriege ich dafür. Und dafür kriege ich nochmal 600 Splitter. Steht da was drin? Denn die Front. Ja, wir müssen die Archivale. Einige sind sicher auch in den Taschen eines Archivars. Okay, also wir müssen Taschendiebstahl machen. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dazu muss aber die Tageszeit geändert werden. Ne? Oder kann ich die im Schlaf? Sag mal, wenn ich jetzt speichere und schleiche, wachen die dann auf? Zu einfach. Und sie da, sie hat noch eins. Zu einfach. So, kann ich die noch abklauen, ne? Zu einfach. So, ciao. Okay, das war gut. Jetzt muss ich nochmal den toten Briefkasten aufsuchen. Okay, also raus hier. Das finde ich aber eine lustige Sache mit den Krallen. Ein bisschen was dabei gepackt noch hier an missionstechnischen Quest-Geschichten, ne? Finde ich schön. Aber nochmal die Abwechslung. Dass es hier noch eine Organisation gibt, die hier irgendwie im Untergrund ihr Unwesen treibt. So, ich habe da den Mülleimer hier gefunden, ne? Nur die besten, stärksten und reinsten Menschen sind in den armen Kalam. Da unten, genau. Da ist der Mülleimer. Es kommt, wie es kommen muss. Das war's. Ich habe keine weiteren Missionen mehr. Ich sollte zurück in die Kanalisation und mir neue holen. Erneuter Abstieg in die Kanalisation. Du bist nicht der Erste, der mir das Jawohl, erzählt. Das machen wir. So, ich muss einmal wieder zur Kuppel. Die ist da. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das von unten direkt sehen können, ohne direkt hochzufliegen. Was haltet ihr davon denn? So, zum Beispiel hier so, da oben die ganzen Büsche, das wird sein. Wenn ich jetzt erstmal hier so aufs Dach fliege. Und dann da, wahrscheinlich da, ne? Ich schätze mal da. Gut, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich zumindest nicht auf einem Rutsch. In einem Rutsch. So, das jetzt so toll war. Okay, nochmal von vorne. Also hier hoch. Hier hoch. Ist es das schon? Ja, das ist es schon. Okay, jetzt weiß ich nichts mal. Ein bisschen besser Bescheid, ne? So, hier müssen wir links abbiegen. Hier müssen wir rechts abbiegen. Schön nochmal in die Suppe getreten. Ja, lecker. Da hat bestimmt auch einer gerade gespült und wir treten da voll rein. So. Apropos spülen. Kann man das hier überhaupt? Okay, hier ist meine Kiste. Da müsste jetzt 1200 Elixit drin sein. Das ist nice. Okay, haben wir noch Aufträge. Liebesmission. Oh ja, wir nehmen einfach alles mit. Wir nehmen einfach alles mit da. So. Wo war hier jetzt ein Bett? Ich möchte gerne am Tage weitermachen. Matt Bob bestehlen. Ja, da will ich, glaube ich, am meisten Spaß dran haben. So. Wobei ich glaube, Taschendiebstahl 1 wird mir irgendwann nicht reichen. Ne? So, ich speichere gerade mal ab. Dann aktivieren wir mal eine davon und gucken mal, ob wir das hinkriegen. Kompromittierende Aufnahme. Die Krallen haben erfahren, dass ein Outlaw hin und wieder eine falsche Matratze turnt. Die Orte sind geschehen. Okay. Interessant. Ist das sowas wie ein Nebenbuhler? Wir gucken mal. Oder ist das eine Metapher? Ich weiß es nicht. Eine Metapher wahrscheinlich auf jeden Fall, aber. Aber wie soll man die auslegen? Wie ist das gemeint? Und was war die Intention des Autors? Von dieser Quest. So, wir schauen einfach mal.
ganz einfach mal schauen. So. Weg da. Hier waren wir auch schon länger nicht, ne? Achso, das wird wahrscheinlich hier drinne. Ah, wahrscheinlich hier drinne in diesen komischen verbotenen Räumen da, ne? Hm. Okay, hier nicht. Wegen der Gerüchte. Denk dran, alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Okay, da drinnen wird wahrscheinlich die Aufnahme sein. Ich muss mal schnell sein. Jetzt. Geht's noch? Na komm schon, runter mit den Hosen. Wir haben nicht so viel Zeit. Du weißt ja, meine Frau. Darum halt die Klappe und mach endlich. Da fällt mir nichts zu ein. Komm, hau wieder ab. Ich will nur gucken. Du hast es nötig, was? Da fällt mir nichts zu ein. Nee, da fällt mir auch nichts zu ein. Obwohl, gibt das noch eine Quest, wenn ich ihr mal die Denk Kohle dran. Geben würde? Erzähl mir etwas. Ich hätte da einen richtigen Leckerbissen für dich. Vor kurzem hatte ich einen Kunden, der ziemlich, naja, gesprächig war. Zwischen all dem Mist über seine Frau hat er auch etwas erzählt, das dich interessieren könnte. Er hat vor ihr einen Haufen Splitter versteckt. Und ich? Weiß wo? Hier. Ich gebe dir die Koordinaten. Die Koordinaten kenne ich schon. Tja, das ist wohl Pech. Aber ich will mal nicht so sein. Hier hast du deine Splitter zurück. Okay, die ist ja... Nein, ja. Huch, die ist ja mal richtig fair, ne? So, was gibt's hier? Hast du was zu sagen? Du gibst doch sicher mehr als nur das Essen aus. Und von wem hast du diese Information? Wer konnte wieder die Klappe nicht halten? Von niemandem. Mein Verstand hat es mir erzählt. Na sieh an. Ein Schlaukopf. Ein Lichtblick unter den ganzen Klappspaten hier. Also die Jungs bringen mir neben dem Fressen natürlich noch das, was sonst noch im Sand vergraben liegt. Waffen, Munition und allerlei Plunder. Du gehörst zwar nicht zu den Typen, mit denen ich sonst Geschäfte mache, aber du hast jetzt die einmalige Chance, etwas davon zu kaufen. Also... Was darf es sein? Oh, ich glaube, der kann mir nichts geben, was ich nicht schon habe. Aber ich probier mal die Waffe. Gib mir eine Waffe. Hier. Beachte die paar rostigen Stellen einfach nicht. Speerschleuder? Ach, das ist... Ist das nicht eine Armbrust? Mehr oder weniger? Hier. 41 Schaden. Ah, das wird sowas wie eine Armbrust sein. Halt nur nicht mit Bolzen, sondern halt mit Speerschleuder. So, jetzt müssen wir halt wissen, wo hier in diesem Kaff Mülleimer steht. Ja. Vielleicht werde ich einen entdecken. Und wenn nicht... Ich glaube, ich muss da rein, ne? Gehört wahrscheinlich da rein. Gehört das nicht Matt Bob oder wie der heißt? Ach komm, den Mülleimer, wenn wir einen sehen, merken wir uns das. Und wenn nicht, fliegen wir halt dahin, wo einer ist. Wir. Elix für die Kralen. Elix ist kostbar, das wissen auch die Kralen. Ein paar Brocken als Fundament wäre für ihre zukünftigen Pläne nicht schlecht. Da es aber niemand freiwillig herausrückt, muss man Fingerspitzengefühl walten lassen. Ein Informant der Kralen hat erfahren, dass der Duke in seiner persönlichen Schatzkammer eine Truhe mit ein paar Brocken aufbewahrt. Okay. Das wird wahrscheinlich genau da gewesen. Nee, da hinten. Was ist das? Slater. Okay. Wir gucken erstmal in die Schatzkammer und dann fragen wir mal Slater, was er so meint. Schatzkammer würde ich mal eher vermuten unten, oder? Genau, dann müssen wir nur auf den Lagermeister aufpassen.
Aber die Truhe ist doch... Habe ich die schon geleert, oder? Oder es ist eine Truhe gemeint, die oben steht. Das kann auch sein. Weil oben sind ja auch seine Gemächer, wa? Oder nicht? Naja, hier zumindest nicht. Ich glaube, es ist doch unten. Ich suche eine Truhe. Geht es noch höher? Nein, noch höher geht es nicht. Also wird es unten gewesen sein. Entschuldigung, Leute. Oder habe ich die Splitter da schon rausgemoppelt und muss die einfach nur noch da in den toten Briefkasten legen? Das kann natürlich auch sein, ne? Weil hier, okay, vielleicht ist hier noch was, aber nee. Nee, hier werde ich nichts mehr finden. Nee, hier entfernen wir uns. Scheiße, haben sie dich auch gefangen genommen? Wieso? Wieso sollte sich sonst ein Kleriker hier im Lager herumtreiben, wenn er nicht dazu gezwungen wird? Ich bin freiwillig hier. Wie bitte, was? Wieso sollte sich ein Kleriker freiwillig mit den Outlaws abgeben? Die Regeln im Hort scheinen ganz schön lasch geworden zu sein, seit ich weg bin. Hey, ich hörte, jemand hat dem Big Bang den Chaos gemacht. Ist das wahr? Ja, wer weiß, was er alles zerstört hätte, wenn er mir entkommen wäre. Du warst das? Wow, du hast echt was drauf. Du musst doch gewusst haben, dass der Big Bang eine Kampfmaschine war und keine Bombe. Hey Mann, das war Konrads Ding. Damit will ich nichts zu tun haben, okay? Tja, dafür ist der Konrad frei und du eierst hier immer noch unten rum. Okay, aber diese Truhe wirst hier nicht und ich werde die wahrscheinlich schon leer gemacht haben, ne? Ich werde das einfach mal so annehmen. Gut, dann versuchen wir mal, dass wir da... Achso, oder wir sprechen mit Slater, ne? Das können wir ja auch noch machen, da ist ja auch noch was markiert. So, Slater ist jetzt da oben, oder? Ja. Da irgendwo ist der gute Slater und der wird uns bestimmt irgendwas erzählen oder uns was geben. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht so genau. Auch gekämpft haben wir auch schon länger nicht, ne? Wenn man das Kämpfen nennen kann. Also, das war ja nicht ganz fair, ne? Muss ich ja eigentlich mal zugeben. Aber wir müssen wenigstens ein bisschen was abschlachten, ne? Zwischendurch. Haben wir noch gar nicht in dieser Aufnahme, fällt mir gerade ein. Außer, dass wir den einen Outlaw da also aufs Maul gegeben haben. Okay, Slater ist hier nicht. Wo ist denn der? Da unten? Meine Güte, was habe ich denn hier entdeckt? Eine Lava-Höhle. Lava-Lichter lecker, wa? Okay, wir speichern mal. Jetzt wird abgerechnet. Ja, genau, das Gefühl hatte ich nämlich auch gerade. Warum war da jetzt der Slater markiert, wenn das hier alles Banditen sind? Slater jetzt endlich mal tot. Jo, das Ding hat überlebt. Wo klopfst du denn hin? Da ist die. Hä? Oder ist sie jetzt tot? Ach ne, die war schon tot. Ja gut, da hat sie nicht überlebt. Ausnahmsweise mal.
Okay, Freunde. Gibt's hier was zu holen? Nö.